Was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Kochshow. Heute in dieser Folge wird nichts gekocht, es wird ein Spiel gespielt mit Celine. Wir sind hier in der Küche von Rent24. Wir spielen Ich hab noch nie. Es werden safe sehr lustige Fragen kommen, die mir die Redaktion aufs Handy schickt. Ich werde die vorlesen und wir werden die zusammen beantworten. Ich schreibe jetzt schon mal auf eine Seite. So, I have and I have never. Yes. Yes. Fast. So, ich bin ready. Ich und Celine haben uns jetzt hier so schöne Blätter vorbereitet. Die Schrift außen hat Celine gemacht, das innen habe ich gemacht. Du hast verziert. Ich habe verziert. Und ja, eben hier ist I have und I have never. Genau, let's go. Dann warten wir jetzt auf die erste Frage. Gespannt. Ich auch. Die erste Frage ist auf jeden Fall schon gekommen. Ich habe noch nie mich selbst gegoogelt. Ja, gut. Ja, ja. Was, ich denke so, das ist normal. Ja. Ich muss sagen, das, ja, musst du wissen. Ich habe das nicht nur einmal gemacht, sondern ich mache das ab und zu. Mann. Ja, ne? Ja, einfach um so up to date zu sein. Ich habe mich angegeben, so auf Google, dann bin ich so halt schauen gegangen, am Abend im Bett. Und dann ist einfach so eine Seite gekommen. Und das sind voll viele Informationen. Ich habe so, wie schwer ich bin. Ja, ja. Und so, ich dachte ja, so, okay. Hä? Und ja, die meisten sind sogar noch, waren ziemlich exakt. Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch auch nie. Auch so Gewicht, ja. Größe, okay, ja. Fein, aber dann auch so Family. Ja, so Geschwister. Ja, verlinkt alle. Aber ja, ist auf jeden Fall. Doch, ich hab's gemacht. Ja, ich auch. Ich denke, es ist normal. Ist normal. Neue Frage. Ah, schon die nächste Frage. Ich habe noch nie nach einem Friseurbesuch geweint. Nee, ich habe noch nie geweint. Ich auch nicht. Nee. Also manchmal, klar, war ich schon unzufrieden, war ja, so, ich auch. Oh, irgendwie war es doch nicht, also irgendwie habe ich mir was anderes vorgestellt. Ja, aber. Aber jetzt nicht, dass aber ich geweint habe. Nee. Es sind zwar nur Haare, aber trotzdem. Da muss schon sehr viel schief laufen. Ja, dass man, ja, dass ja. Man ich würde schon im, also beim Friseur heulen. Ja, ja. Also, nein, was machst du? Nein, ist gut. Ich glaube, wir können zu der nächsten Frage. Ich habe noch nie etwas aus einem Hotelzimmer mitgehen lassen. Wo? Hotelzimmer? Aus einem Hotelzimmer. Ja, okay. Ja, aus einem Hotelzimmer. Doch. Ja, safe. Immer? Ja. Also ich habe meinen Bademantel mitgenommen. Ja, trotzdem. Die sind, ja, ja doch. Ja, und ich, die Schlappen. Ich auch. Ich habe schon mein Badetuch hab ich mitgenommen. Ja. So einfach in den Koffer rein. Ja. Hast du später eine Rechnung zugeschickt bekommen? Nee. Ich glaube, die haben das nicht gemerkt. Ja. So hast du eine Rechnung? Nee, auch nicht. Ja, easy. Nächste Frage. Ich habe noch nie länger als eine Woche nicht geduscht. Okay. Warte mal ganz kurz. I have never. Ist es dann wirklich, ich habe noch nie? Oder ist es dann doppelte Verneinung? Nein, ich hoffe. Nein, ich habe noch nie. Okay. Nee, ich auch nicht. Also, ich also so lange nicht. Nee. Eine Woche ist schon. Ja, und vor allem über eine Woche. Ja, nee, gar nicht. Nee. Körperhygiene ist wichtig. Ja. Schon. Ja, gut, nächste Frage. Ich hatte noch nie ein Tinder Blind Date. Bist du Tinder? Ready? Ja. Noch nie? Ich bin auch eher so. Ja, doch. Über Tinder? Ja. Ja. Aber ich muss zugeben, erst einmal. Ja. Mhm. Und was? Ja, so gut. Gut? Ja. Ich muss sagen, ich bin immer noch mit der Person in Kontakt. Falls du das siehst. Ja, Grüße doch. Gehen raus. Grüße gehen raus. Hast du Tinder? Nee. Nicht? Hattest du einmal? Ja, ich hatte es mal. Aber dann bin ich so. Keine Ahnung, ich habe richtig nice Bilder hochgeladen und dann wurden mir so Haralds vorgeschlagen, so richtig weird Leute. Und dann war ich so, das kann ja ernst sein. Ja, erzähl mal, wie ist es so bei dir? Wir sind beide
eher bekannt, sage ich jetzt mal. Und wie ist es so bei dir? Wie triffst du Leute? Wo triffst du Leute? Ja, also bei mir ist echt das meiste über Instagram. Dankeschön. Also meine DMs halt am ehesten. So. Nein, also ich hatte über meine DMs schon richtig viele Dates. Ja? Ja. Okay. Ja. Aber ja, in der heutigen Zeit ja, ist es halt schwierig. Ne? Und vor allen Dingen von Typen wird man halt als Frau auch selten angesprochen. Und ich bin zu schüchtern. Ja. Und dann ist halt eben am ehesten über Instagram bei mir. Ja, okay. Ich weiß, hast du einen Freund? Nee. Du hast keinen Freund? Nee. Du? Auch, eine Freundin? Nein, ich habe auch keinen Freund. Nee. Ja, easy. Boys und Girls. Immer bitte eingeblendet. schreibt fleißig Dienst. Ja, ist so. Genau. Ja, gut. Ich würde sagen, nächste Frage. Next one. Ich habe noch nie heimlich das Handy meines Partners durchsucht. Ich finde es ein No-Go. Nee. Das geht gar nicht. So. Weil vor allem, wenn da kein Vertrauen da ist, dann kann es auch gleich sein. Ne? Ist so. Vertrauen ist wichtig. Ich meine, ich will auch nicht, dass er bei mir das ganze Handy durchschaut. Nein. Nächste Frage, bitte. Ich habe noch nie nach Nacktfotos von Stars im Internet gesucht. Eins, zwei. Ja. Nee. Was soll ich sagen? Von wem? Von wem? Ey, ich weiß es tatsächlich nicht genau, aber ich habe das safe. Ich mache das nicht mehr. Ich habe das früher gemacht. Nein, aber. Aber ich habe das safe schon mal gemacht. So bin ich ehrlich. Will ich auch gar nicht weiter darauf eingehen. Ey, das sind fiese Fragen. Ja, doch, aber hab ich schon mal gemacht. Du noch nie? Nee. Noch nie? Nee, okay. Weiß nicht. So random? Ja. Nee. Okay. Ja gut, dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. Yes. Ich habe noch nie während eines Dates eine Ausrede benutzt, um verschwinden zu können. Spannende Frage. Okay. Ready? Ja. Ja, ich schon. Bei mir ist es zum Glück noch nie vorgekommen, dass ich flüchten muss. So, nee? Noch nie. Was dann bei dir passiert? Doch, bei mir war auch einmal so, aber das war während des Lockdowns, das war ein Date und wir haben uns draußen getroffen, weil alles hat wieder zu und mussten uns draußen auf einen Kaffee treffen. Ja. Und ich war halt 5 Minuten zu früh, kommt eigentlich nie vor, aber... Das eine Mal. Und dann war es halt so kalt, ich bin halt auch schon hingelaufen, es war halt super kalt. Und dann war ich dort und meine Hände waren schon abgefroren. Und dann stand ich davor und war so, oder ich haue jetzt ab. Und dann bin ich halt vor dem Date noch weggerannt. Das war aber mies. Da warst du schon weg, bevor er gekommen ist. Oh, der Arme. Und ich war so, nee, eigentlich, nee, ich fühle es gerade wirklich gar nicht. Ja. Der ist schon mies. Dann hat er dich auf jeden Fall verpasst. Ja. Ja, kann passieren. Ja, schon. Aber du warst das noch nie so, boah, ich wäre jetzt lieber woanders. Nee, es geht, ich muss sagen. Nicht unbedingt. Lucky you. Yeah. Okay, gut, nächste Frage. Ich habe noch nie so viel getrunken, dass ich am nächsten Morgen einen Filmriss hatte. Filmriss ist wirklich, dass du dich an nichts erinnern kannst? Oder nein, einfach Teile. Ja, gut. Ja. Ja. Vor allen Dingen, wenn man so durcheinander trinkt, so ja. Alles, was ich mich erinnern kann, an jedes einzelne Getränk. Ja, dann denkst du so, ja, so, geht noch. Ich hatte nur das und das und dann waren zwischendurch noch Shots. Ja, geht noch. Kommt selten vor. Ja, sehr selten. Ja. Okay, was kommt jetzt? Schon die letzte Frage, ne? Letzte Frage. Ich habe noch nie beim Sex an jemand anderes gedacht. Die letzte. Das ist echt. Nein, aber ich. Habe ich auch noch nie. Nee. Ja, easy. Nee. Habe ich. So, ich meine, so, what the fuck, wieso? Was ich meine? Nee. Also, vor allem. Nicht. Während des. Nein. Nein. Cut, fertig. Okay. Gut, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe es auf jeden Fall richtig lustig gefunden. Ja, ich auch. Es waren ein paar, ja, persönliche Fragen.
Checkt auf jeden Fall Celines Kanäle ab. Ich werde die unten verlinken. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal.